Okidok. Dann schauen wir mal. Briefe, Post ist gekommen. Ja. Mal sehen, was das hier ist. Bayerischer Inkassodienst. Ah, BID. Bayerischer Inkassodienst. Geht gleich in den Müll. Ja, was haben wir hier? Amtsgericht Hünfeld. Mahnabteilung. Antragsgegner, Inkasso-Unternehmen, Universum Inkasso. Was wollen die von mir? Widerspruch gegen den Mahnbescheid geltend gemachten Anspruch werde ich Widerspruch erheben. Ja, und das geht günstig online. Ah, boah, geil. Dienstleistungsvertrag 2410 Euro. Gesamtsumme 2900 Euro 71. Ja, das ist Zersetzung. Aber da kann ich, wie gesagt, mich juristisch gegen wehren. Was ich auch schon zweimal gemacht habe, die letzten Monate. Jetzt kommt ein drittes Widerspruchsverfahren dazu. Und dann haben wir hier die Stadt Gelsenkirchen. Da geht es um Rente oder Schwerbehindertenausweis. Grundsicherung habe ich auch beantragt, muss ich mich kümmern. Ihre Angelegenheit nach dem Schwerbehindertenrecht, sehr geehrter Herr K. In Ihrer E-Mail vom 23.03.2023 haben Sie Widerspruch gegen den Bescheid vom 7.03.2023 erhoben. Leider ist Ihre E-Mail nicht mit der erforderlichen elektronischen Signatur versehen. Die Rechtsbehelfsbelehrung im Bescheid vom 7.03. und erfüllt somit nicht die für die Stadt Gelsenkirchen geltenden technischen Rahmenbedingungen für eine rechtsverbindliche elektronische Kommunikation. Eine Bearbeitung Ihres Widerspruchs ist daher nicht möglich, wenn wir eine schriftliche und von Ihnen... eine Bearbeitung Ihres Widerspruchs ist daher nur möglich, wenn Sie mir eine schriftliche und von Ihnen unterschriebene Bestätigung Ihres Widerspruchs vorliegt. Ich bitte Sie daher, mir unverzüglich eine entsprechende Bestätigung zukommen zu lassen. Zur Vereinfachung füge ich in der Anlage eine Kopie Ihrer E-Mail bei. Zur Prüfung, ob ich Ihrem Widerspruch abhelfen kann, bitte ich, den Widerspruch innerhalb eines Monats konkret zu begründen. Nennen Sie hierbei insbesondere Ihr genaues Widerspruchsbegehren. Klammer auf, angestrebte Höhe des GDB und oder im Bescheid abgelehnte Merkzeichen. Gerne können Sie auch mitteilen, welche Beeinträchtigungen nicht oder nicht ausreichend berücksichtigt wurden. Nach Abschluss der Prüfung erhalten Sie von mir weitere Nachrichten. Ja, du. Das bedeutet Action. Nächste Woche Action, Text verfassen, heißt es für mich, auf den, per E-Mail an das Büro der Obdachlosengemeinde zu schicken, dort ausdrucken zu lassen, zu unterschreiben und dann noch, kann man auch faxen. Genau, und dann dahin faxen. Mit einem städtischen Faxanschluss. Ja, das geht schon. Macht aber wieder Aufwand. Ja, das war's für heute.